Kapitel 4. Die Taschen waren gepackt. Der Onkel war in der Firma, auf irgendeinem Bau. Anna Krutschke, die zweite Frau des Onkels, war 4 Jahre jünger als er und hatte ein ruhiges, freundliches Wesen, das sie sich trotz des aufbrausenden Temperaments ihres Mannes und trotz der herablassenden, respektlosen Art der beiden 15-jährigen Teenager erhalten hatte. »Er hat einen guten Kern«, sagte Anna oft über ihren Mann. »Die Jungs sind ihm längst entglitten, und auf dem Bau ist seine Art genau richtig.« Anna würde nie ein negatives Wort über ihren Mann sagen. Sie wusste, dass ihre Ruhe ihm wohltat und dass er sie brauchte. Er zeigte ihr das auch. Niemals würde Günther Krutschke die Hand gegen seine Frau erheben. Und wenn er herausgefunden hätte, wie seine Neffen sie behandelten, würde er sie grün und blau geschlagen haben. Aber Anna sagte ihm das nie. Sie behandelte die Jungen mit unveränderter Freundlichkeit und ignorierte ihre Provokationen, die seit den 3 Jahren, die sie nun mit Günther verheiratet war, mit zunehmendem Alter schlimmer geworden waren. Die Jungs hatten längst registriert, dass Anna sich nie bei dem Onkel über sie beklagte. Sie wussten, dass sie es ihm nicht erzählte. Ganz egal, wie sie mit ihr umsprang. Und gerade weil sie es wussten, trieben sie es umso ärger. Annas Verhalten war ihnen ein unlösbares Rätsel. Aber sie nutzten es aus. Anna machte sich darüber keine Illusionen. Dennoch schwieg sie weiter. »Vielleicht hat sie selber Angst vor dem Alten«, vermutete Achim einmal. »Dass er auf sie zornig wird, weil sie uns nicht bändigen kann.« Andreas hatte daraufhin laut aufgelacht. »Bändigen«, höhnte er. »Die kann uns nicht mal auseinanderhalten.« »Wer kann das schon?«, hatte Achim gegrinst. »Vielleicht hat sie ja auch vor uns Angst«, meinte Andreas, »dass wir ihr eine reinhauen, wenn sie uns verpfeift oder uns was entgegengesetzt.« »Wie auch immer«, erwiderte Achim, »sie hält die Klappe, und wir haben den Fußabtreter.« »Wir stehen auf der Rangliste über ihr«, bemerkte Andreas. »Warum auch immer.« »Aber kochen kann sie, wenn vielleicht auch sonst nichts.« Jetzt jedenfalls hatte Anna die beiden Reisetaschen gepackt und stellte sie gerade in den Flur, als Andreas aus der Küche kam. »Die Taschen sind fertig«, verkündete sie. »Wo ist Achim?« Andreas hatte seine Jacke gegriffen, hielt aber jetzt in der Bewegung inne. »Woher weißt du, dass ich nicht Achim bin?«, fragte er. Anna lächelte. »Zufall. Die Trefferchance liegt bei 50%. Soll ich euch fahren?« »Unsinn«, gab Andreas zurück. »Dienstmädchen gehören in die Küche und nicht hinters Steuer. Wir nehmen den Bus.« Achim kam nun ebenfalls aus der Küche, zog seine Jacke an und beide warfen sich ihre Taschen über die bereits jetzt ziemlich kräftigen Schultern. »Das Geschirr wartet«, fauchte Achim bissig. Anna lächelte noch immer. »Viel Spaß auf der Klassenfahrt, Jungs, und versucht mal, euch zu benehmen.« Darüber haben Dienstmädchen sich nicht zu äußern, wies Andreas sie zurecht, und verließ mit seinem Bruder das Haus. Von ihrer Hamburger Schule aus ging es nach Halle-Sihl und von da aus nach Wangerooge. Das Mädchen fiel ihm schon auf, als sie noch auf den Eingang der Jugendherberge zuging. Sie saß draußen im Gras mit 2, 3 anderen Mädchen. Ihre langen, hellblonden Haare wehten im Wind. Sie sah zu ihm hin und er sah sie ebenfalls an. Leon Tranitz, sein Freund, schlug ihm lachend auf die Schulter. »Mensch, Andi«, grinste er, »noch nicht mal hier und schon gaffst du nach den Weibern.« »Zufall«, brummelte Andreas. »Sie hockt halt in meiner Blickrichtung.« Er sah aber nicht weg. Das blonde Mädchen und er starrten sich an, bis er die Jugendherberge betreten hatte. Außer ihrer Klasse waren noch eine Klasse aus Emden und einer aus Hannover da. Die Schüler vermischten sich schon am ersten Abend miteinander. Sie spielten zusammen Tischtennis, Fußball und Basketball. Andreas teilte sich das Zimmer mit Leon Tranitz und noch einem weiteren Jungen. Achim wurde mit 2 Jungen aus ihrer Klasse zusammengesteckt, am anderen Ende des Flures. Am Nachmittag gab es ein Programm am Strand und nach dem Abendessen spielten sie Tischtennis im Hof oder hockten irgendwo zusammen. Andreas saß mit Leon unter einem schattigen Baum und ließ seinen Blick über den Hof gleiten. Er entdeckte sie mit den beiden anderen Mädchen ein paar Meter entfernt. Sie sah zu ihm hin, aber auch zu Achim, der mit Tischtennis spielte. Leon grinste. »Die überlegt jetzt, wen von euch beiden sie vorhin schon angestarrt hat.« Andreas betrachtete das Mädchen, sagte aber nichts. Endlich stand er auf, bewegte sich in Richtung der Mädchen, blieb stehen und tat, als suche er etwas Unbestimmtes in der Ferne.
Als er sich unerwartet umdrehte, war ihr Blick genau auf ihn gerichtet. Andreas schirmte mit der rechten Hand seine Augen gegen die Sonne ab und lächelte. Das Mädchen lächelte zurück. Er wartete ein paar Sekunden und kehrte dann zu Leon zurück. »So«, verkündete er, während er sich ins Gras setzte. »Jetzt weiß sie es.« Den ganzen nächsten Tag über hatten sie Programm, und am späten Nachmittag sah er sie wieder. Er schlenderte am Strand entlang und entdeckte sie an einer ruhigeren Stelle im Sand. Andreas blieb stehen, schob die Sonnenbrille in sein dunkelblondes Haar, ging die letzten Schritte zu ihr und setzte sich neben sie. Sie rauchte, und auch er zog eine Zigarette aus der Tasche seiner Shorts. Sie gab ihm Feuer und lächelte ihn an. »Hi«, sagte sie. Er blies den Rauch aus und lächelte ebenfalls. »Hi, ich bin Andreas.« »Vanessa, aus Emden. Und du?« »Aus Hamburg. Und wie alt bist du?« 15, antwortete sie. Andreas nickte. »Ich auch.« Sie blies den Rauch ihrer Zigarette aus und sah ihn an. »Der andere ist dein Bruder, stimmt's? Seid ihr Zwillinge?« Andreas lachte. »Gratuliere! War es sehr schwer, das festzustellen?« »Verarsch mich nicht«, erwiderte sie ruhig. Dann schob auch sie ihre Sonnenbrille hoch und betrachtete seine wasserblauen Augen. »Du gefällst mir«, bekannte sie. Andreas wandte den Blick aufs Wasser und zog an der Zigarette. »Mein Bruder würde dir auch gefallen, wenn er hier sitzen würde«, entgegnete er trocken. »Woher weißt du überhaupt, dass ich ich bin?« Vanessa lächelte. »Ganz einfach. Nur du siehst mich so an. Deinem Bruder bin ich vorhin auf dem Flur begegnet. Er hat mich gar nicht angesehen.« »Das liegt eben daran, dass du mir auch gefällst«, sagte er jetzt. Vanessa strich ihre im Wind wehenden Haare zurück. »Hast du ein Mädchen in Hamburg?«, fragte sie. Er schüttelte den Kopf, während er den Rauch ausblies. »Das wundert mich.« Sie ließ den Blick von seinen Augen über sein Gesicht zu den schon recht breiten Schultern wandern. »So wie du aussiehst, müsstest du 100 Mädchen haben. Aus dir wird mal ein großer, starker Mann, das sieht man jetzt schon.« Andreas sah wieder aufs Wasser. »Du musst es ja wissen.« Sie schwiegen eine Weile. »Ist dein Bruder so wie du?«, erkundigte sie sich schließlich. »Oder seid ihr nur äußerlich gleich?« »Der hat mit Mädchen noch nichts am Hut«, antwortete Andreas und lächelte dann. »Hast ja gesehen. Der kann fast reinlaufen in so ein Sternchen und guckt nicht mal hin.« Vanessa drückte ihre Zigarette im Sand aus und lächelte. »Danke, so hat mich noch niemand genannt.« »Und sonst?« Andreas zog an der Zigarette. »Sonst ist er gut in der Schule, im Gegensatz zu mir. Er steht auf Sport, Ballspiele, alles, was mit Laufen zu tun hat. Und du?« »Ich habe meist wenig Bock auf irgendwas. Rumhängen, rauchen, laute Musik hören, draußen sein. Zu Hause bin ich fast nie, er aber auch nicht.« Sie betrachtete ihn. »Du hattest auch noch nie ein Mädchen? Ich meine, so richtig?« Andreas blies langsam den Rauch aus. »Waren mir alle egal, haben mich nie interessiert. Weiber sind zickig, albern und zimperlich, taugen bestenfalls für die Küche.« »Und warum sitzen wir dann hier?« Er sah sie an. »Weil du anders bist. Nicht so wie alle anderen.« »Ich hatte auch noch nie einen Jungen«, gestand sie. »Jedenfalls nicht richtig. Sonst natürlich schon. Aber die waren alle nicht so ernsthaft wie du.« Andreas sah erneut aufs Wasser und nahm einen langen letzten Zug, bevor er die Zigarette im Sand ausdrückte. »Sei morgen um die gleiche Zeit hier«, sagte sie plötzlich entschieden. »Dann suchen wir uns eine Stelle im Sand, die noch ruhiger ist als diese.« Bevor er etwas erwidern konnte, war sie aufgestanden und lief durch den Sand davon. Auch am zweiten Tag war Programm, und erst am späten Nachmittag konnte Andreas sich davonstehlen. Vanessa erwartete ihn bereits, und sie verschwanden tatsächlich in den Dünen. Von da an verbrachten sie die Freizeit zusammen. Abends trafen sie sich in den Dünen, manchmal schwammen sie hinterher an der Nordsee. Sie liefen Hand in Hand über die Insel, und Andreas wünschte, die eine Woche würde niemals enden. »Wo steckst du abends eigentlich immer?«, fragte Leon Tranitz ihn am Morgen des vierten Tages auf dem Weg zum Frühstück. »Du haust ab und kommst erst spät wieder.« »Das geht dich nen Dreck an«, gab Andreas zurück. »Und wenn du irgendwem was sagst, breche ich dir sämtliche Knochen.« Leon wurde abrupt ernst.
Pass auf, dass ich dir deine nicht breche, entgegnete er drohend. Andreas blieb mitten auf der Treppe stehen. Du, mir? Fragte er spöttisch. Das kannst du ja mal probieren. Auf der Stelle, knurrte Leon. Komm mit. Andreas folgte ihm die Treppe hinunter und sie gingen auf die Wiese, die eigentlich für sportliche Aktivitäten gedacht war. Leon griff ihn sofort und ohne weitere Vorwarnung an. Andreas parierte den Angriff und traf Leons Kopf mit einem harten Schlag. Leon stürzte sich erneut auf ihn und sie rangelten eine ganze Weile, bis Andreas ein ebenfalls harter Schlag seitlich am Kopf und dann im Gesicht traf. Andreas ging auf ihn los, schlug mehrmals kräftig zu, legte sich dann halb auf Leons Rücken und zwang ihn in die Knie. Leon schüttelte ihn mit einer geschickten Bewegung ab und ließ seine Faust nach oben schießen. Andreas wich dem Schlag aus, zog Leon, der gerade wieder auf die Beine kam, mit dem rechten Fuß das Bein weg und Leon landete erneut im Gras. Andreas wollte sich gerade wieder auf ihn stürzen, doch Leon riss blitzschnell die Knie hoch. Andreas sprang zur Seite, rollte sich von Leon weg, bevor dessen Knie in seinen Unterleib rammten. Leon war schnell aufgesprungen und setzte zum Sprung an, doch Andreas rollte sich zur Seite, riss die Füße hoch und brachte Leon zur Fall. »Hey«, ertönte plötzlich eine schrille Stimme, »seid ihr verrückt geworden?« Andreas, der sich gerade wieder auf Leon stürzen wollte, hielt irritiert inne und Leon kam schnell auf die Füße. Die Lehrerin kam auf sie zugelaufen. »Auch das noch«, brummelte Andreas und blieb stehen. »Was soll denn das werden?«, keifte die Lehrerin. »Wonach hat's denn ausgesehen?«, fragte Andreas frech. Die Lehrerin blieb vor ihm stehen. »Natürlich wieder einer von euch. Welcher bist du?« Andreas verschränkte die Arme und grinste breit. »Finden Sie es doch raus«, gab er zurück. »Werd nicht frech, Krutschke«, schrie sie ihn an und wandte sich dann an Leon. »Wer ist er?« Leon lächelte. »Das haben Sie doch gesehen. Er ist der, mit dem ich mich geprügelt habe.« Andreas warf ihm einen langen Blick zu und sah dann wieder die Lehrerin an. »Du sagst mir jetzt sofort, welcher Krutschke du bist«, rief sie außer sich. Aber, sagte Andreas ruhig, ihre eigenen Schüler werden sie doch wohl kennen. Außerdem sind sie Lehrerin. Sie wissen doch sonst auch immer alles. Rein mit euch, schrie die Lehrerin außer sich. Ich will keinen von euch beiden beim Frühstück sehen. Andreas grinste wieder. Woher wollen Sie denn sicher wissen, ob ich beim Frühstück war oder nicht, wenn Sie mich nicht von meinem Bruder unterscheiden können? Macht, dass ihr reinkommt. Krutschke, ich werde mit deinem Onkel sprechen. Sie werden ganz sicher in seiner Achtung steigen, wenn Sie ihm erzählen, wie gut Sie Ihre Schüler im Griff haben, gab Andreas zurück. Dann wandte er sich um und ging ans andere Ende des Rasenplatzes, während Leon zurück ins Gebäude ging. Am Nachmittag, als Andreas vom Mittagessen kam, ging er über den Rasenplatz und entdeckte Leon im Schatten einer Birke, ein Buch in der Hand. Andreas zögerte kurz, ging dann aber zu ihm und blieb vor ihm stehen. »Danke, dass du mich heute Morgen nicht verpfiffen hast«, sagte er, als Leon aufsah. Der zuckte nur die Schultern. »Wir klären sowas unter uns«, erwiderte er, ohne keifende Weiber. Er grinste. »Du hast es ihr ganz schön gegeben.« Andreas lächelte und setzte sich neben ihn ins Gras. »Wie geht's dir?«, erkundigte er sich. »War schon mal besser«, antwortete Leon. »Du warst nicht gerade zimperlich.« Er sah seinen Freund an. »Und wie geht es dir?« Andreas lächelte wieder. »War schon mal schlechter. Du hast mir auch ganz gut welche verpasst, aber ich bin es gewohnt, verdroschen zu werden. Dein Onkel ist ein brutales Schwein. Es tut mir leid für dich und für Achim.« »Irgendwann sind wir da raus«, erwiderte Andreas. »Dann beginnt was Neues. Niemand schlägt uns mehr. Und wir verprügeln auch niemanden mehr.« Sie schwiegen einige Minuten. Schließlich deutete Andreas mit dem Kopf auf das Buch in Leons Hand. »Was liest du da für'n Stuss?« »Das Buch über die Insel, das wir während der Woche hier durchlesen sollen. Über Wangerooges Geschichte, Sehenswürdigkeiten und so. Hast wohl noch nicht angefangen, wie?« »Habe ich nicht und werde ich auch nicht«, entgegnete Andreas. Er grinste. »Außerdem gibt es Sehenswürdigkeiten, die wirst du da drin nicht finden.« Leon sah ihn von der Seite an. »Die Blonde, was?« »Dachte ich's mir doch. Mit ihr haust du abends immer ab.« Andreas zündete sich eine Zigarette an. »Diese eine Woche hier werde ich nie vergessen.« »Ihretwegen?« Andreas blies den Rauch aus und nickte. »Sommer, laue Nächte, das Meer, die Dünen und Vanessa.
Egal wie alt ich werde, Leon, und egal wie viel Weiber ich noch durchziehe, das werde ich nie vergessen. Niemals. Leon sah ihn noch immer an. So, Vanessa heißt sie. Ist sie dein erstes Mädchen? Andreas nickte wieder. Gut, dass der Alte mich ein paar Wochen nicht vermöbelt hat. So brauchte ich mich ihr nicht grün und blau geschlagen zu präsentieren. Jeden Abend? Hakte Leon nach. In den Dünen? Ja, Mann. Aber ich rate dir dringend, kein Wort zu sagen und schön auf dem Zimmer zu bleiben. Es sei denn, du bestehst auf einer Fortsetzung von heute Morgen. Leon lächelte. Die brauchen wir beide nicht, Andi. Die Prügelei ging übrigens unentschieden aus. Klar? Kein Gewinner, kein Verlierer, weil die Alte dazwischen kam. Andreas erwiderte nichts, aber er hielt seinem Freund die Hand hin und Leon schlug ein. Es war der letzte Abend, Freitag. Sie lagen versteckt in den Dünen. Über ihnen kreischten die Möwen. Vanessa kicherte. Wenn uns irgendjemand die letzten Abende hier beobachtet hat, hat er ganz schön was zu sehen gekriegt. Andreas schmunzelte. Es war niemand da, versicherte er. Er blickte hinauf in den Abendhimmel. Aber es ist vorbei. Morgen fahren wir nach Hause. Du nach Emden, ich nach Hamburg. Und wir sehen uns niemals wieder. Ach, wer sagt denn das? Widersprach sie fröhlich und rückte sich enger an ihn. Wir schreiben uns. Und irgendwann, wenn wir alt genug sind, besuchen wir uns. Und dann nicht mehr heimlich. 18, murmelte Andreas. Wenn ich 18 bin, beginnt mein neues Leben. Und was machst du dann? Fragte sie. Er antwortete nicht sofort, sondern starrte in den Himmel hoch über ihnen. Vielleicht dich besuchen, sagte er endlich sehr leise. Vanessa streichelte seine Hand. Wir warten aufeinander, versprach sie. 3 Jahre lang. Ich werde jeden Tag an dich denken, murmelte er und rückte sie enger an sich. Die Busse standen schon bereit. Die Klasse aus Hannover war bereits eingestiegen. Andreas verließ gemeinsam mit Achim und Leon die Jugendherberge, die Reisetasche über der Schulter. Ich bin in Topform, verkündete Achim. Jeden Tag Sport bis zum Umfallen. Mir hat's auch gefallen, bestätigte Leon. Auch das Programm war okay. Andreas achtete nicht auf die beiden. Seine Augen suchten den Hof ab, wanderten über die Schüler aus Emden, die ihren Bus beluden und einstiegen. Sie war nirgends zu sehen. Er verstaute seine Tasche in der Klappe des Busses und ging nach vorn zum Einstieg. Wieder wandte er sich um, und da entdeckte er sie. Er sah, wie ihr Blick unschlüssig zwischen ihm und Achim hin und her ging und verlangsamte seinen Schritt. Mit einem leichten Lächeln hob er die Hand. Sofort begann sie zu strahlen und winkte zurück. Sein Lehrer forderte sie auf, in den Bus zu steigen. Noch einmal sah sie ihn an, winkte ihm zu. Dann verschwand sie in dem Bus. Andreas sah sie noch durch den Gang laufen. Er musste nun ebenfalls einsteigen. Nun konnte er sie nicht mehr sehen. Während sein Bus die Türen schloss, rollte der Bus mit den Schülern aus Emden bereits vom Hof.